Ja, Leute, ich meine es ernst. Es reicht. Doch worum geht es? Naja, die meisten wissen es, denn immer wenn eine neue Verbotsliste droppt, dann mache ich einen kleinen Zusammenschnitt von allen anderen YouTubern, die dazu ein Video gemacht haben und gebe eben meinen Senf dazu. Und was soll ich sagen? Ich höre heute damit auf. Doch warum eigentlich? Naja, auch dieses Mal habe ich mir natürlich alle Videos zu der Verbotsliste angeguckt und musste einfach nur mit den Kopf schütteln und wusste überhaupt nicht, wie ich daraus eigentlich ein sinnvolles Video machen sollte. Entweder sind die Videos nicht geeignet für diese Art von Videos, sprich dort passiert einfach nichts Interessantes oder das Video ist nicht so aufgebaut, dass es eben hier reinpassen würde, oder eben die Leute, die dort sind, haben keine Ahnung, wovon sie reden, die einen mehr. Die anderen weniger. Und falls euch jetzt fragt, was labert der da eigentlich und was meint der genau? Naja, vielleicht das hier? Oh, Eva. What the fuck? Boah, okay, krass, dass die Drytron nochmal hitten. Oh ja, 3-5 Omni-Negates ist ja so fair. Da muss man ja wirklich nichts machen. Okay, oberster Todfeind Protoss. Okay, ja, krass. Ich kann es verstehen. Also, ich glaube, meiner Meinung nach wäre es gar nicht unbedingt nötig gewesen. Stimmt, ein searchbarer Auto-Win-Button gegen das ein oder andere Deck? Stimmt, ziemlich fair. Wäre auch nicht nötig gewesen. Oberster Todfeind Protoss. Welche Karte ist das? Also, ja, scheinbar. Fanden die das mit Sword Soul nicht so cool und deswegen wird das jetzt instant schon genervt. Interessant. Also indirekt. Das ist ja nicht direkt eine Sword Soul-Karte, aber sie war wohl sehr gut in dem Deck. Ja, anscheinend war sie so gut. Vielleicht weil sie searchbar war und gegen eins der besten Decks wie Phantom Knight zum Beispiel einen Auto-Win-Button hatte. Alice ist geil, außer Skill Drain, ansonsten Rest feiere ich. Ja, ja, die Liste ist auf jeden Fall gut. Die haben nicht was vergessen, wie den Sensenlock. Nee, oder wie jemand anderes sagen würde. Keine anderen Monster mehr verboten, also Sense ist nicht verboten. Konami, why? Why? Und wo wir gerade bei Obertin sind. Ich meine, ich kann es verstehen, Drytron war ein starkes Deck, aber war das wirklich notwendig? Ja, Eva war notwendig. Wie gesagt, ich wiederhole mich hier, Drytron hat ein Feld hingelegt, was mehrere Omni-Negates hingelegt hat, beziehungsweise selbst wenn du das erledigt hattest, konntest immer noch mit den Herolden in der Hand weiterspielen. Jetzt kann es das Ganze eben nicht mehr, also sinnvoller Hit und ja, es musste wohl so sein. Und bei CK Phoenix brauche ich eigentlich gar nicht groß anfangen, denn er hat vielleicht sehr, sehr viel Ahnung zum Anime, aber nicht wirklich zu der Mieter, das Ganze gibt er sogar selber in seinem Video zu, denn zu Beginn des Videos sagt er folgendes. Ich habe seit, ich glaube, irgendwie fast einem Jahr oder so kein Competitive mehr gespielt. Ich habe fast keinen Plan von der Meta. Ich weiß gefühlt nichts, okay? Ich meine, er gibt es selber zu, aber zu Protoss sagt er folgendes. Oberster Todfeind Protoss? Was ist das? Ich habe keine Ahnung! Was ist das? Oder man macht es einfach wie Card Journalist und guckt sich eine andere Meinung an, anstatt selber seine Meinung dazu zu sagen. Verboten und hätte ich. Oder auch Rinny Brain, der sowas sagt. Ist, glaube ich, eine gute Karte für das. Ich bin halt absolut null der Experte, was es angeht. Nimm wir mit, ist halt einer der Hits. Und ja, sie sind keine Experten, das sagen sie ja selber sogar. Und was soll ich da machen? Klar, ich könnte ein Video machen, wo ich ihm aufzeige, wo die Person falsch liegt, beziehungsweise beweisen, dass die Person eben keine Ahnung hat. Aber ist das ein tolles Video? Nein. Ich wollte dieses Format einfach machen, um am Ende eben ein lustiges Video zu haben und eben nicht ein Verbesservideo haben, wo ich einfach nur eben die ein oder andere Aussage korrigiere. Und ich meine, man sollte auch eine Sache bedenken. Natürlich kann ich das auch sehr gut machen. Ich befinde mich quasi in einer kleinen Gottrolle und nicht, weil ich so der schlauste Typ der Welt bin, sondern einfach, weil mein Video deutlich später kommt. Ich habe genug Zeit, eben Informationen zu sammeln, Leute zu fragen oder eben einfach zu recherchieren, warum eine Karte verboten wurde oder was wofür ist. Das können die Leute, die eben eine Live-Reaktion machen, natürlich nicht machen und fällt in dem Moment vielleicht auch gerade nicht ein, wofür das Ganze gehittet wurde. Zum Beispiel Monster Gate wurde jetzt ja verboten und ich gebe zu, auch ich würde bei einer Live-Reaction sagen, ja okay, die ging jetzt auf 1, keine Ahnung, vielleicht wegen irgendeinem Combo-Deck oder so. Genau wüsste ich es aber nicht. Genauso wie die Leute eben jetzt auch bei den Live-Reaktionen. Aber jetzt weiß man, es wurde eben verboten, beziehungsweise auf 1 gesetzt, wegen eines FDKs. Hinterher kann man einfach viel mehr recherchieren und man kann sich eben informieren, was die Leute, die eine Live-Reaktion nicht machen, beziehungsweise selbst die Leute, die nicht aktiv eine Live-Reaktion machen, haben nur wenig Zeit, eben so ein Video hochzuladen, weil sie das natürlich pünktlich hochladen wollen. Denn nach irgendwie 3-4 Tagen brauchst du auch keine
Banlist Reaction mehr hochladen, weil es eh keinen mehr interessiert. Und man muss einfach bedenken, dass das hier die gleiche Situation ist wie zum Beispiel im Feature Match, wo du einfach von außen zuguckst und sagst, hey, die spielen ja ziemlich schlecht, so und so wäre viel besser gewesen, so hätte er gewinnen können. Ja, ist ja sehr schön als Außenstehender, das Ganze zu bewerten, aber wenn du selber im Duell bist, sieht man das nicht. Erstens, weil du eine ganz andere Perspektive hast, du siehst nicht alle Karten des Gegners, was man zum Beispiel von außen eben sehen kann, und zusätzlich ist es einfach so, dass man im Spiel natürlich noch viel mehr nachdenken muss und vor allem auch viel schneller reagieren muss. Der Gegner fragt dich ständig, willst du was machen, willst du nichts machen, und du musst einfach reagieren. Du hast es viel, viel schwerer als eben als Außenstehender. Und so ist das eben bei diesen Videos aus. Ich habe unendlich viel Zeit, die anderen eben nicht, und natürlich kann ich da easy peasy eine Aussage nach der anderen korrigieren bzw. verbessern bzw. Informationen einfließen lassen, die sie zu dem Zeitpunkt ihrer Videos eben nicht haben. Jetzt sagen sicherlich einige, ja, du kannst ja einfach das nehmen, was übrig geblieben ist, und mach einfach nur dazu ein Video. Ja, da gibt es ein großes Problem. Am Ende ist das dann vielleicht ein 3-Clip-Video, sagt 2-3 Sätze und das war's. Ist auch nicht so wirklich die super Lösung, weil das auch nicht so ein spannendes Video ist. Das Problem ist einfach, dass die deutsche YouTuber-Szene ziemlich klein ist und darunter eben gute Clips zu finden, ist ebenfalls dann nochmal kleiner. Und daraus dann ein sinnvolles Video zu machen, ist eben ziemlich schwer. Einfach eben, weil zum Teil nichts Spannendes passiert oder manchmal eben auch einfach nichts Lustiges. Ja, und das Ganze ist mir jetzt nochmal deutlich bewusst geworden, eben bei dieser Verbotsliste, weil viele natürlich auch gerade raus aus der Meta sind und deswegen natürlich nicht so aktiv sich mit der Meta beschäftigen. Und deswegen finde ich solche Videos immer einfach ziemlich schwer und ich möchte auch nicht nur Verbesserungsvideos machen. Deswegen höre ich jetzt auf, solche Videos zu machen, weil es sich halt einfach nicht mehr lohnt, beziehungsweise eben es nicht den passenden Content dafür gibt. Also kurz und knapp, ich höre jetzt auf, solche Videos zu machen. Doch kommen jetzt gar keine Videos von meiner Seite aus mehr zu der Verbotsliste? Die Antwort ist doch. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund wollen die Leute hören, was die YouTuber zu der Verbotsliste zu sagen haben. Und dabei ist es komplett egal, ob die nur Blödsinn labern, versuchen irgendwie das Ganze zu erklären oder einfach nur Faxen machen. Ich verstehe es nicht und werde es auch wirklich nie verstehen. Aber wenn es so ist, soll es so sein. Ihr habt es gewollt. Ich werde beim nächsten Mal einfach mich nicht spoilern lassen und eben direkt ebenfalls eine Aufnahme starten. Und das war es auch schon mit dem Video. Ich wollte einfach mal ein kleines Statement sagen eben zu dieser Sache, weil vielleicht war der ein oder andere eben auf genau so einen Zusammenschnitt, den es eben nicht mehr geben wird. Und ja, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und vor allen Dingen natürlich noch viel Spaß beim Duellieren.